Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehrens. Vielen herzlichen Dank. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und das ist auch gut so. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Vielen Dank. Sehr liebenswürdig. Liebe Zuschauer, es ist ja so, in jedem Sommer gibt es ja einen Sommerloch-Deppen. Ja? Es ist noch nicht ganz das Rennen entschieden dieses Jahr. Für mich ganz weit vorne Horst Seehofer. Ja, der klagt gegen den Länderfinanzausgleich, weil Bayern angeblich zu viel zahlen muss. Liebe Bayern, das ist Quatsch. Ihr zahlt zwar mit am meisten, aber das ist doch nur die Gegenleistung dafür, dass wir eure durchgeknallten Politiker ertragen müssen. Wie Horst Seehofer zum Beispiel. Also, ne? Seid froh, dass ihr so günstig wegkommt. Und euer Geld ist ja auch gut angelegt. Zum Beispiel in Bremerhaven. Denn Bremerhaven ist zwar arm, aber Bremerhaven tut wirklich alles dafür, gut auszusehen. Wirklich alles. Die Bürgerparksiedlung in Bremerhaven. Die Idylle trügt. Denn hier haben längst nicht alle so unschuldig farblose Haustüren. In Nummer 17 wohnt der Störenfried, Kormorek. Und der hat sich trotz strikten Verbots diese blutrote Tür eingebaut. Ja, ich gebe es zu, ich habe diese rote Tür mir zugelegt. Und wenn ich bis Monatsende die Farbe nicht ändere, dann werde ich mit 500 Euro bestraft. Ja, da ist Strafe angebracht. Denn hier im Ortsgesetz des Bürgerparks steht schwarz auf weiß. Nur weiße und naturholzfarbene Türen sind erlaubt. Und dieses Rot ist doch beim besten Willen keine Naturholzfarbe. Ich bin extra zu Tischlern gegangen und habe mir bestätigen lassen, dass dieser rote Farbton Naturhölzern entspricht. Aber das Bauamt ist der Meinung, das wäre nicht der Fall. Sie sind von nordischen Hölzern ausgegangen, was nirgends festgeschrieben steht. Und somit verpflichtet man mich, das abzuändern. Das musste auch Kormoreks Verbrechernachbar Gerlemann. Der hat jetzt seine rote Tür hinter Packpapier versteckt. Man kommt sich ein bisschen wie ein Verbrecher. Ja, es ist tatsächlich so. Also man hat wirklich eine rote Tür hier und man kriegt dafür eine Strafe. Zu Recht. Denn zum Glück gibt's in dieser Stadt noch treue Gesetzeshüter, die die Regeln Bremerhavens Schönheit aufs Genaueste beachten. Wenn einer losmarschiert und sagt, ich bin der Auffassung, Rot ist Naturholzton, das darf so sein, muss er sich bitte gefallen lassen, dass das von Nachbarn gesehen wird. Die sagen, wie bitte, darf der andere Spielregeln spielen als ich selber oder andere? Und da die Spielregeln für alle gleich sein sollen, ist es doch nachvollziehbar, dass jeder sich daran hält. Denn diese Spielregeln haben Bremerhaven doch erst zu einem architektonischen Juwel gemacht. Berühmt für feinfühlig arrangierte Baukunst und einen stringent durchgezogenen Baustil. Und ein so harmonisches Stadtbild muss man eben schützen vor roten Haustüren. Verstanden, Herr Kormorek? Ich fühle mich immer noch im Recht, wenn ich nachweisen kann, dass das einer Naturholzfarbe entspricht. Dann müsste man mir auch recht geben. Ach, Kormorek. Ein Film von Henning Nasse. Ja, und, ich kann Ihnen sagen, diese Sommerpause war für mich alles andere als entspannt. Sie können sich vorstellen, immer wieder hat mir mein Notizblock zugerufen. Los, jetzt schreib das auf. Das muss in die Sendung. Also gerade in diesem Sommer fühlte ich mich ohne Extra 3 so seltsam beschnitten. Gerade in diesem Jahr. Und das war ja nur eins der vielen Themen. Gehen wir es nochmal durch. Thema 1. Stefan Mappus. Stefan Mappus. Grinsebacke Mappus. Ein Bild aus glücklicheren Tagen. Ihm droht eine Haftstrafe wegen Beihilfe zur Untreue. Stefan Mappus, ja, da musste in Fukushima ein AKW in die Luft fliegen. In Stuttgart ein Bahnhof vergraben werden, um Mappus als Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg loszuwerden. Ja, eine einfache Hausdurchsuchung bei dem Mann hätte gereicht. Der ist offenbar so korrupt, der könnte sofort bei der FIFA anfangen. Aber es geht noch weiter. Thema 2. Sigmar Gabriel. Oh, Sigmar Gabriel läuft sich schon mal warm für den Bundestagswahlkampf und hat dabei ein ganz originelles Thema entdeckt. Die Banken.
Endlich sagt's mal jemand. Banker sind böse. Gut, dass wir ihn haben, unseren Erzengel Gabriel. Ne? Aber Vorsicht. Wir wissen, was ihr vorletzte Legislaturperiode getan habt. Ja, wer sagte eigentlich 2003 noch diesen schönen Satz? Hedgefonds sollen gegenüber herkömmlichen Investmentfonds nicht mehr diskriminiert werden. Hans Eichel. Ne? Soweit ich weiß, ein SPD-Mann. Hat der Bankenschreck Gabriel wohl vergessen. Gabriel ist ja gerade im Vaterschaftsurlaub, das war mir bekannt. Dass er unter Stilldemenz leidet, das war mir neu. Dann Thema 3. Auch natürlich ganz groß diesen Sommer die Energiewende. Es wird jetzt alles doch viel teurer. Ja. Was macht man da? Wahrscheinlich kommen wir nicht umhin, einfach Strom zu sparen. Damit tun sich die Deutschen bislang noch schwer. Wenn man fragt, auf welches Gerät würden Sie am ehesten verzichten, dann sagen 48% der Deutschen auf den Herzschrittmacher meines Partners. Das reicht jetzt erstmal nicht, um Strom zu sparen. Was auch helfen könnte, wären intelligente Geräte, die sich selbstständig aus- und einschalten. Die gibt es. Intelligente Geräte, tatsächlich. Ich kenne Familien, da ist der Toaster der einzige mit Abitur. Und viel Strom, muss man sagen, wird natürlich jetzt wiederum gespart beim Verfassungsschutz. Sie wissen schon, seit der NSU-Affäre hat sich auch da die Ansicht durchgesetzt, dass wichtige Akten nicht mehr geschreddert werden dürfen. Es wird einfach nicht mehr geschreddert. Das macht viel aus. Ja, energetisch macht das viel aus. Die Frage ist nur, was wird jetzt aus den Schreddern? Und vor allem, was wird aus den Schredderern? Ja, Janina Kalle und Alicia Anker sind dieser Frage mal nachgegangen. Schreddern war seine Leidenschaft. Bernd F., ehemaliger Aktenvernichter beim Verfassungsschutz. Der Reißwolf muss abgeschaltet werden, die Vernichtung von Akten sofort gestoppt. Akten vernichten war mein Leben. Ich habe sogar meinen Erstgeborenen Reißwolf-Gang genannt. Rückblick, Bilder aus glücklichen Tagen. Das hier müsste noch geschreddert werden. Das auch noch, wenn es geht. Oh. Junger Mann, schreddern Sie das bitte in dreifacher Ausführung. Bernd F. war der Star im Bundesamt für Verfassungsschutz. Innenminister Friedrich und Verfassungsschutzpräsident Fromm förderten sein Talent beim Aktenvernichten. Zu Friedrich entwickelte sich ein geradezu freundschaftliches Verhältnis. Bernd F. war auf dem Höhepunkt seiner Reißwolf-Karriere, auch wenn er sich manchmal wunderte, was er beim Verfassungsschutz alles schreddern durfte. Akten über ein rechtes Terrornetzwerk in Deutschland. Und Sie sind sicher, dass das... Auf jeden Fall. Ja, dann. Was weg ist, ist weg. Ne? Sie haben recht. Jetzt ist Aktenvernichten auf einmal verpönt beim Verfassungsschutz. Die alten Kollegen wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Bernd F. rutscht ins Schreddermilieu ab. Verzweifelt versucht er sich mit Aushilfsjobs über Wasser zu halten. Kleine Erfolge in der Großküche werden nicht gewürdigt. Auch im Gartenbau kommt er auf keinen grünen Zweig. Er guckt nächtelang Schredder-Movies. Sein Frust trifft die, die ihm am nächsten stehen. Mischte. Du hast mein ganzes Leben versaut. Dann die Wende. F. findet eine neue Aufgabe im Ausland. Super, Wladimir. Er hilft jetzt bei der Stimmenauszählung in Russland. Bernd F., ein Mann, schreddert sich zurück ins Leben. FDP-Chef Philipp Rösler hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Rösler rät Griechenland zum Euro-Austritt. In Griechenland ist Rösler jetzt komplett unten durch. Nachdem nämlich seine Rede in den Zeitungen abgedruckt wurde, gab es einen Aufschrei in Griechenland. Hasstiraden, Beschimpfungen, Morddrohungen. Kurz gesagt, er erlebt eine Stimmung wie auf dem FDP-Parteitag. Aber was ist jetzt? Was ist jetzt, wenn Griechenland pleite geht? Das ist ja wirklich die bange Frage, die sich alle stellen. Gibt es da nicht diesen Domino-Effekt? Geht da nicht als nächstes Spanien pleite oder Irland oder Italien? Nein, sagen unsere Politiker, sie beruhigen uns, sie erklären uns das. Und sie erklären uns das, das muss man wirklich sagen, auf eine inhaltlich sehr fundierte und rhetorisch sehr elaborierte Art und Weise. Rainer Brüderle zum Beispiel hat sich Gedanken gemacht und er ist zu dem Ergebnis gekommen,
Italien ist nicht Griechenland. Und das war mir gar nicht bewusst. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, es stimmt. Ja? Denn sonst wäre es halt Griechenland. Angela Merkel ist in sich gegangen, hat wirklich reflektiert. Und sie ist zu dem Ergebnis gekommen, was ist mit Irland? Irland ist nicht Griechenland. Ja? Wladimir Putin. Putin in Russland, was hat er gesagt? Russland ist nicht Griechenland. Und jetzt dürfen Sie raten. Was hat denn der spanische Regierungschef gesagt über Spanien? Er hat gesagt, Spanien ist nicht Uganda. Ja, die denken nämlich nach. Das ist nicht einfach 0815, die machen sich Gedanken. Uganda hingegen reagiert da relativ entspannt. Nicht der ugandische Außenminister sagt, Uganda will gar nicht Spanien sein. Haben Sie verstanden? Ist soweit klar geworden. Also, kurz gesagt, Spanien oder Uganda, Hauptsache Italien. Die Deutschen sind im Moment nicht so ganz glücklich mit ihrem Euro. Wir haben unseren Reporter Tobias Schlegel losgeschickt, um die Bevölkerung zu beruhigen mit einer ganz neuen Währung, dem Euro Plus. Wir wollten Sie nur informieren, dass die neuen Währungen da sind. Der Euro Plus ist da. Der Euro, was für eine neue Währung? Euro Plus. Euro Plus. Ja, das ist der Euro ohne Griechenland. Aha. Ja, ist natürlich sicherer und eine stabilere Währung. Aha. Ohne die Griechen. Ach, und dafür sammeln Sie? Weil der normale Euro ist ja nichts mehr wert. Das ist der Euro Plus ohne Griechenland. Ja. Man kann sogar schon umtauschen. Wie ist der Kurs? 1,1? Nee, 1,20 zu 1. Also 1,20 Euro, normaler Euro zu 1 Euro Plus. Ah ja. So, wie viel Euro Plus kann ich denn jetzt aufschreiben? Ja, machen wir gleich volles Programm, ne? 100? 1000? Oh, 1000. 1000 Euro Plus. Ganz genau, seit wann ist denn das? Seit gestern. Seit gestern. Tagesschau geguckt? Ja, aber nur so nebenbei. Moment. Das geht natürlich nicht. Da halte ich direkt mal an. Nur so nebenbei. Das geht natürlich nicht. Nur so nebenbei sollte man sich nicht informieren in diesen Tagen. Aber Sie haben das gemerkt, so richtig beruhigt hat das die Menschen noch nicht. Also hat Tobias Schlegel noch mal einen draufgesetzt. Worüber unterhalten wir uns? Na, es gibt noch den Euro Deluxe, den gibt es ja jetzt auch, ohne Griechenland. Und ohne Portugal ist der. Nee, das ist der Euro Deluxe, der ist noch sicherer, weil der ist ohne Griechenland und ohne Portugal. Ja, das ist richtig. Ja. Dann brauchen wir jetzt ganz kurz. Sagen Sie mal kurz, bei welcher Bank sind Sie? In München, das kann ich jetzt aus dem Handgelenk gar nicht sagen. Die ist in München. Ja. Stadtsparkasse München. Ja, dann müssen wir dann 1200 normale Euro abbuchen und dann bekommen Sie 1000 Euro plus. Das ist dann aber auch sicher. Weil Griechenland ist ja auf jeden Fall rausgerechnet und Portugal auch. Das ist eine gute Sache. Ja. Klingt gut. Haben wir geholfen? Ja, vielen Dank. Gut, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Viel besser. Kam viel besser an. Ja, das kam schon mal viel besser an. Aber natürlich, am besten läuft ganz klar immer noch. Es gibt ja auch die D-Mark wieder. Haben Sie schon mitbekommen? Ja, ja, hoffentlich, ne? Ja, ja, hoffentlich, ne? Und tschüss. Würden Sie das alles jetzt umtauschen in D-Mark wieder? Ja, locker. Ja? Mhm. Wechselkurs ist 2:1, ne? Das heißt, 2 Euro sind eine D-Mark. Ja, das ist mir klar. Okay. Man kann auch gleich den Beißtest machen. Welche Währung ist die härtere? Ja. Beißen Sie mal rein in die D-Mark? Das glaube ich gerne. Beißen Sie mal auf die D-Mark? Ja. Einmal knabbern. Knabbern Sie drauf. Und was war härter? Die D-Mark. Ja, na also. 5 D-Mark und die sind aber auch sicher. Die sind ja dann 5 oder? Ne? Ja, natürlich. Komm, machen wir so. Sehen Sie? Was kommt dann auf mich zu? D-Mark kommt auf Sie zu. Okay. Ja, komplett. Einmal unterschreiben. Die Spareinlage umgetauscht in D-Mark. Wenn Sie ein guter Kunde sind, ja, dann könnten wir Ihnen auch noch ein bisschen Reismarkt geben. Die, die jetzt da wäre. Voll da wäre. Ja, die ist richtig. Die ist richtig viel wert. Ist ja Deutsches Reich. Wir hätten noch die Reismark. Ah ja. Oh, da haben wir auch noch.
Ein großer Herr, ne? Tschüss. Unser Starreporter Tobias Flegel. So, übermorgen beginnen ja die Olympischen Spiele in London. Dazu bräuchte ich jetzt eigentlich hier ein bisschen mal Olympiastudio, Leute. Ja, ein bisschen Studioatmosphäre. Unser extra drei Olympiastudios. So sieht das schon besser aus. Ja. Also, übermorgen beginnen die Olympischen Spiele in London. Irgendwas fehlt immer noch. Es fehlt der Experte. Ich brauche einen Gesprächspartner. Hier ist er, unser Olympia-Experte, Klaas Wutenschön. Danke. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. So, Klaas, übermorgen beginnt ja Olympia. Moment, wir brauchen auch natürlich für den Studiogast brauchen wir natürlich auch einen Hintergrund. Ja, richtig, klar, für den Experten richtig. Einen Hintergrund. Ja! Danke. Sehen Sie mal, was hier möglich gemacht wird von Ihren Gebühren. So. Toll. Klaas Wutenschön, es ist ja so, die deutschen Athleten erhoffen sich einen 5. Platz in der Gesamtwertung. Ist das realistisch? Wer macht denn Ihrer Meinung nach das Rennen? Ja, Christian, also ich habe ja einen glasklaren Favoriten, was diese Olympischen Spiele angeht. Und das ist Ratiofarm. Das ist Ratiofarm. Ratiofarm? Okay. Ja, Ratiofarm und natürlich Hoffmann-Laroche. Also die Schweizer sind momentan auch sehr gut im Rennen. Von denen kann man einiges erwarten. Für Bayer stehen die Chancen eher nicht so gut. Klaas Wutenschön, Sie reden hier über Pharmafirmen. Das IOC hatte doch eigentlich versprochen, dass es saubere Spiele werden. Ja, das werden auch saubere Spiele. Also ich bin mir da wirklich sicher. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass es für jeden Athleten saubere Spritzen geben soll. Das ist etwas erschreckend, was Sie uns da erzählen. Saubere Spritzen, ist ja furchtbar. Also ich finde das großartig, ehrlich gesagt. Also wenn Sie sich mal überlegen, was das für Höchstleistungen sind, ja, also Höchstleistungen jetzt von den Pharmakonzernen. Ich meine, die Tour de France, die ist gerade mal ein paar Tage vorbei und die haben jetzt schon ihre Medikamentenschränke wieder aufgefüllt und nach London geschifft. Ich finde das Weltklasse. Also für Sie sind Olympische Spiele unvorstellbar komplett ohne Doping. Oh, Vorsicht, böses Wort, das hört man jetzt beim IOC nicht mehr gerne. Doping sagt man da nicht. Was sagt man dann? Da sagt man, London ist eine der aufregendsten Metropolen der Welt. Ja, aber das hat nichts mit Doping zu tun. Eben, und es klingt auch viel besser. Moment mal. Ich weiß nicht, warum da geplatzt wird. Klaas Wutenschön. Wenn jetzt aber doch alle durch die Bank gespritzt sind, gedopt sind. Wenn Vorsicht, alle Vorsicht, böses Wort, immer ja. Dran denken, London ist eine der aufregendsten. Ja, ich weiß natürlich, ja. Ja, aber wenn jetzt alle bis oben hin voll sind mit Medikamenten, dann hat das doch keinen Reiz mehr. Ich meine, wir nennen im Sport, nennen wir jemanden Athleten, in anderen Bereichen würde man sagen, diensthabende Apotheke. Mhm. Das stimmt. Also in Osteuropa ist das der ganz normale Begriff für Sportler. Und insgesamt muss man sagen, die sind uns um einiges voraus. Also in Osteuropa würde zum Beispiel eine Kugelstoßerin, die würde ja niemals morgens irgendwie sauer sein, wenn die Kollegin mal ein bisschen länger beim Rasieren braucht. Das ist da gang und gäbe. Ja, aber trotzdem. Ich muss noch mal nachfragen. Kann man sich denn für Sport begeistern, wenn man weiß, dass alles ein einziger Fake ist? Ja, also ich schon. Ich habe da ehrlich gesagt keine Probleme. Und wenn bei mir die Begeisterung mal nachlässt, dann nehme ich einfach eine von denen hier. Wollen Sie auch mal? Wollen Sie auch? Nehmen Sie mal eine. Und? Wow! Sie haben recht. London ist eine der aufregendsten Metropolen der Welt. Danke. Herzlichen Dank. Toll. Oh, super. Manchmal ist gute Laune. So, in London also alles prima, alles perfekt geplant. In Wolfenbüttel lief hingegen gerade einiges aus dem Ruder. Die Piraten konnten sich schon wieder nicht auf einen Spitzenkandidaten einigen. Zum wiederholten Mal. Und auch sonst gab es einige Fehlermeldungen. Wir von den Piraten stehen für eine super neue Basisdemokratie. Ich sag mal, next level. Bei uns wird zum Beispiel darüber abgestimmt, wie abgestimmt wird. Für die Landtagswahl in Niedersachsen haben wir so auch super easy die Landesliste konfiguriert. Ich möchte wissen, wie viel Prozent der Wählerschaft dieses Verfahren bisher durchblickt haben.
Es ist ja auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich stelle einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Lol, mit uns macht Demokratie wieder Spaß. Wir haben auch einen total modernen Umgang mit den Medien. In die Private Zone lassen wir keine Journalisten rein. Den Bereich haben wir analogmäßig abgeklebt. Quasi eine Firewall, damit das auch jeder checkt. Private Zone? Das habe ich gar nicht beachtet, dass hier Privatzone dran steht. Aber wir haben uns nur einen Platz gesucht, wo wir sitzen können. Das Tollste bei unserem modernen Abstimmungsverfahren, da können sogar Minderjährige ihre Stimme abgeben. Gut, dadurch wird die Wahl dann ungültig, aber dann wird eben nochmal abgestimmt. Ja, das haben wir schon beim letzten Parteitag so gemacht. Da haben ein Schwede und so ein Engländer mitgewählt. Tja, deswegen war die Wahl dann auch ungültig, aber das ist doch noch lange kein Grund für so einen Shitstorm, ey. Ich habe nur gesagt, am Ende verdammte Scheiße, nichts mehr und nicht weniger. Lüg bitte nicht. Du tust jetzt so, als hätten wir Friede, Freude, Eierkuchen. Das stimmt doch gar nicht. Eierkuchen. Wer von euch will Eierkuchen? Aha. Und wer von euch glaubt, dass wir beim nächsten Parteitag einen Spitzenkandidaten wählen? Error. Das war ein Film von Yasmin Al-Safi. Ganz Deutschland diskutiert, darf man das Beschneiden beschneiden? Das Kölner Landgericht war ja der Meinung, dass es Körperverletzung sei, wenn man an Kindern einen Teil abschneidet. Die Juden und Moslems hingegen sagen, das ist Grundlage ihrer Religion, weil sie das schon ewig so machen. Und es ist ja klar, Körperverletzung ist nicht mehr ganz so schlimm, wenn sie Tradition hat. Es ist ein kniffliges Thema. Kniffliges Thema, was ich bei Religion nicht so ganz verstehe. Warum eigentlich immer diese Konzentration auf diesen speziellen Bereich? Warum immer dieses Interesse an diesem einen Thema? Es ist ja bei Religion ganz oft irgendwie thematisch, sagen wir mal, untenrum, oder? Es ist eine Fixierung auf den Urogenitalbereich bei Religion. Warum ist das eigentlich immer so wichtig? Ja? Ob man jetzt die Vorhaut kürzt oder nicht, oder wer unter welchen Umständen mit wem Sex haben darf oder Kinder kriegen darf, ob man schwul sein darf, ob man verhüten darf. Ob man als Geschiedener wieder mit jemandem schlafen darf, es ist immer irgendwie untenrum. Was ich auch nicht verstehe, ja, alle monotheistischen Religionen sagen, Gott habe dem Menschen den freien Willen gegeben. Das ist gut. Aber warum machen die alle ihre Aufnahmerituale grundsätzlich bei Kindern, bevor der freie Wille einsetzt? Ich denke, Beschneidung ist ja nichts furchtbar Schlimmes, aber es wäre doch einfach, sagen wir mal, höflich, die Menschen vorher zu fragen, ob sie das auch wollen. Was sonst noch wichtig war diese Woche, das sehen wir jetzt in Abgehackt. Entschuldigung, Abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen. Schon wieder ein Amoklauf in den USA. Da fragt man sich, wo die immer ihre Waffen herkriegen. Ganz legal kaufte er sich in Waffengeschäften Pistolen, Pumpgun oder ein Sturmgewehr. Dazu im Internet noch 6000 Schuss Munition. Ja, so eine Wumme gehört bei den Amis eben zur Grundausstattung. Und was sagt Mr. President dazu? Zu den Waffengesetzen in Amerika kein Wort. Es ist eines der besten Rechte, die wir haben, eine Waffe zu tragen. Genau. Wie wäre es mit Waffenpflicht für jeden amerikanischen Bürger? Ich kann nicht verstehen, wieso niemand von den 200 Kinobesuchern eine Waffe dabei hatte. Dann wäre es doch gar nicht so weit gekommen. Oh, ihr habt doch einen Knall. Hey, was ist denn das für ein müder Haufen? Ach so, Sommerpausenpause im Bundestag. Die Abgeordneten waren extra aus dem Urlaub zu einer eintägigen Sondersitzung gekommen. Um knapp 30 Milliarden Euro aus Deutschland zur Rettung spanischer Banken freizugeben. Oh Menno, da können unsere Abgeordneten ja gar nicht mehr am Strand rumhüpfen. Was sagt man denn dazu? Verdammt. Und noch ein Satzzeichen, Ausrufezeichen. Weil Sonne, Strand soll es in Deutschland zurzeit gerade nur sehr mangelhaft geben. Zurück in dieses Mistwetter, nur um mal eben 30 Milliarden rauszuhauen. Na dann mal zack, zack. Geschafft, die Abstimmung ist gelaufen und ich schaffe meinen Flieger noch, darauf kommt es jetzt an. Ja, darauf kommt es jetzt an. Dann mal zurück an den Strand. War sonst noch was? Ah ja, in jordanischen Talkshows sieht man das mit den Waffen auch nicht so eng.
So kommt mal ein bisschen Schwung in die Debatte. Ui. Können sich Günther Jauch und Anne Will noch eine Scheibe von abschneiden? Abgehakt von Tobias Döll. Und nun, liebe Zuschauer, Roadrunner Autor Henning Nasse. Henning Nasse hat heute noch einen ganz besonderen TV-Tipp für Sie. Der reale Irrsinn XXL. Schuldirektor Burkhard Klietz will uns etwas zeigen. Seine Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe hat nämlich von der Stadt eine nagelneue Beleuchtung bekommen. Für 400.000 Euro aus dem Konjunkturpaket. Toll, es gibt nur ein Problem. Es geht nicht immer dann an, wenn wir es anhaben wollen. Es geht nicht immer dann aus, wenn wir es aushaben wollen. Denn es gibt gar keine Lichtschalter mehr, sondern Bewegungsmelder. Das heißt, ist Bewegung im Raum, brennt das Licht. Wenn allerdings die Schüler zum Beispiel eine Klassenarbeit schreiben und sich nur wenig bewegen, ja dann... Es muss sich erst wieder was bewegen. Helgoland, Hochburg des Verbrechens. Ein knochenharter Job für die Beamten der Polizei. Bis vor 3 Wochen hatten sie gegen das Verbrechen kaum eine Chance. Denn sie hatten kein Polizeiauto. Doch dieser Notstand ist endlich beseitigt. Die Helgoländer fühlen sich wieder sicher und sind begeistert. Da habe ich heute Nacht von geträumt, ja. Warum? Ja, weil ich das Blödsinn finde, auf so einer kleinen Insel wie Helgoland so ein Fahrzeug zu haben. Ich heiße Hans-Henning Lühr, ich bin Staatsrat im Finanzressort in Bremen und habe mich 2 Jahre lang mit Keksen beschäftigt. Faszinierend. Der Staatsrat hat bei Konferenzen die Kekse genau unter die Lupe genommen, dokumentiert und natürlich katalogisiert. Herausgekommen ist eine beeindruckende Studie der Keksologie. Ich habe eine ganze Reihe von Typen beobachtet und der für mich imposanteste war der Schaufelbacker. Der hat eigentlich die Kekse immer so gegessen, so im Schnellspiel, dass man kann das hier nur so demonstrieren. Genial. Der reale Irrsinn XXL. Morgen um 23.30 Uhr im NDR Fernsehen. Das sollten Sie schauen. Das war Extra 3 für heute. Unsere Kollegen von ZAPP gehen jetzt der Frage nach, warum ein alter Mann aus Rom plötzlich gegen ein Satiremagazin aus Frankfurt klagt. Und warum der Schuss womöglich nach hinten losgeht. Vorher aber noch neulich im Bundestag von Jens Böttcher und Henry Sperling. Tschüss. Frau Merkel, willkommen im Deppendorf. Welche persönliche Botschaft möchten Sie unseren geplagten Zuschauern gerne noch mit auf den Weg geben? Hab ich schon erzählt, wie geil ich kochen kann? Nein, was bleibt denn die Kanzlerin privat so zuzubereiten? Gerne Dosenravioli oder auch mal ein hart gekochtes Käfigei. Machst du dir die Eier auch immer mit MyPod? Nee, ich mach mir die immer mit dem Dachpappenbrenner in der Garage warm. Und welches Getränk wird dazu gern serviert? Ein Ego-Shooter, das ist hochprozentiges Rasierwasser in Spritz. Der super verbleibt, Wodka, Zitrone und einen Esslöffel Panzerkettenfett. Dazu ein Becher abgelaufene Sahne. Gerührt oder geschüttelt? Nee, das wird alles durch ein Toastbrot gekippt und dann auf Ex aufgefressen. Was Teufelszeug? Knallt dir so die Rübe weg, da weißt du hinterher nicht mehr, ob du ein Klingone oder eine Yogamatte bist. Klingt lecker. Was für Pläne haben Sie für die Zeit nach Ihrer Schreckensherrschaft als Kandisbunzlerin? Da tue ich von so einer asiatischen Sekte den aktuellen Chef ablösen. Angela, unser Credo, immer Barmherzigkeit und Frieden für die Welt. Auf so ein Hippie-Gelaber kann ich ja gar nicht, Opa. Und als erstes führe ich in eurem Saftladen mal den Wehrdienst ein. Sie sind eine wunderbare Frau. Darf ich Sie heute Abend zum romantischen Dynamitfischen auf der Spree einladen? Ich mach mich hübsch.